Also. Keep that camera flicking. We are not the same, it's a big difference. Taking off now, got the gear shifted. Now that I got everyone's attention, I am what you've been missing. I am the proof, you're a witness. I got the one up on you. You got to keep up with what I'ma do. Yeah. I'm pretty much flawless, flawless. Pretty much flawless, flawless. I shine like I'm glossy, yeah. Head of the table, I'm bossy, yeah. The leader of the pack now. Right now. Front and center, not the background. Okay. Keep it in motion, I always go up, I go forward, I will never back down. I am the future, yeah. 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 Papa's got a brand new bag, I just got a brand new upgrade, about to do some things. Yeah. Beat me up, I got the light every day and the night, so bright, make a whole lot change. Woo. I made a few updates, I've been going so hard that I cannot break, about to make my statement, I'm beyond amazing. I've been on the wave and I surf on it daily, yeah. Allow me to reintroduce myself and interrupt. Yeah. I'm what you want and you need, you in luck. Yeah. Only direction I'm going is up. Okay, okay. I am the future, yeah. 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 I am the future. Okay, okay. I'm next level. I feel like the best ever. Let's go. I'm next level. I feel like the best ever. Let's go. I'm next level. I feel like the best ever. Let's go. I'm next level. I feel like the best ever. Let's go. I am the future. Yeah. 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 I am the future. Let's go. I am the future. Yeah. I am the future. Yeah. Let's go. I am the future. Yeah. I am the future. Yeah. Let's go. I am the future. Yeah. I am the future. Yeah. Let's go. I am the future. Yeah. I am the future. By any means necessary, everything I'm doing is legendary. Step in my office, cause I'm a boss, not a secretary. Second to none, I am primary, not secondary. Give me the throne, I'm crown taking, I'm about to make the ground shake. Yeah, this is a rude awakening. Still got it on lock, you ain't getting the combination. About to shock the whole world, I am ready for detonation. This is not a conspiracy, come with that big bang theory. I'm just getting started, time to turn it up. Going off in 5, 4, 3, 2, 1. Boom, 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 yeah, I make it boom. Boom, 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 yeah, I make it boom. Boom, 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 yeah, I make it boom. I'm coming with it, you feel it, I make it boom, boom. I come around, I make alarms go off. Got a habit, I'm a savage, I go too hard and I saw. Practice what I preach, not a pastor. Back it up like a tractor. Anybody can get it, but you don't wanna do that, bruh. This is world domination. Pull up to your location. Crowd, please a clap until I get a standing ovation. Woke up and chose violence. Victory sound like sirens. I'ma be high forever. I guess you ain't checked the climate. I'm just getting started. Time to turn it up. Going off in 5, 4, 3, 2, 1. Boom, 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 yeah, I make it boom. So, es geht los. Willkommen im Stream, willkommen im Cast. Heute hier Exceptional Female gegen
T-Star. Wir gehen mal quick die Roster durch, würde ich sagen. Fangen wir an mit dem Roster von T-Star. Haben wir einmal hier PR-Bot am Start, der aber, glaube ich, heute nicht spielt. Für ihn spielt stellvertretend Enzi. Dann haben wir einmal Jay Temper am Start, Kaso und Simplex. Machen wir auch direkt weiter mit dem Exceptional Female Roster. Mit dem Main Roster mit Celine, mit Naya, mit Claudia Sandfire und mit wieder Celine. Oder der erste wird Zelen ausgesprochen, ich weiß es nicht ganz. Ich hoffe, ich liege richtig. Und ja, gehen wir nochmal kurz die Maps durch. Fangen an mit Sixer Hardpoint. Machen weiter mit S&D, Sixer, dann Invasion Control, Karachi Hardpoint und Map 5 ist Invasion S&D. Bisschen langweilige Series hier. Zweimal Sixstar, zweimal Invasion. Und ich würde sagen, hier die anderen beiden Caster können sich auch nochmal zu Wort melden. Moin. Geht, was geht? Ich muss euch mal ein bisschen lauter stellen. Ihr könnt ruhig beide nochmal kurz was sagen, damit ich sehe, dass es... Oh, nee. Muss nicht sein, ja. Ja, doch, stamm. Ich denke mal, das sollte passen. So, ich bin mute, Jungs. Bis gleich. So, dann gebe ich den Teams mal das Go, dass wir starten können, wenn die Map reingehen können. Die Mod-Ansicht. So, Teams haben das Go. Ich habe jetzt hier im Caster noch gar nicht eingestellt, wie die Teams heißen in-game. Ich habe jetzt noch mal ganz quick die Namen eingegeben. Ich hoffe, das übernimmt's noch. Safe. Ja, wird schon passen. Passt schon. So. Passt schon. Einmal eine Vorhersage an den Chat. Was denkt ihr? 3-0. Genau. Schaut mal im Chat, was ihr denkt. Wer hier gewinnt. So, T-Star, Six-Star. So. Ich glaube, ich habe es noch ganz schnell hinbekommen, es zu bearbeiten. Was sagt denn ihr, Jungs? Wer holt die erste Map? Wer holt Six-Star Hardpoint? Boah. Schwierig. Ja. Simplex sagt schon im Chat, denn sie kennt die Rotation nicht auf der Map. Wenn sie kennt nicht die Rotation. Dann oh. Perfekt. Gehen wieder back. Ja, dann. Was schätzt du sagen? Ich lese im Chat ja, ganz viel, ganz oft 3-1, 3-0 für Exceptional Female. Ich glaube, tatsächlich wird es mit Enzi vielleicht sogar echt ein bisschen schwierig heute. Ist halt nicht im Main-Team drinne. Genau. Und hat auch, wie gesagt, noch keine Comp-Erfahrung in dem Game. Hat erst wieder vor einer Woche überhaupt angefangen zu spielen. Kennt die neuen Maps nicht, kennt die neuen Rotations nicht. Boah, also, ist schon sehr wild. Also, ich glaube, hier Exceptional. Ja, das sind gute Voraussetzungen, komm. Für ein Upset hier. Hiro schreibt auch 3-0 für Exceptional Female. Die Jungs denken wirklich, Exceptional hat eine Chance. Also die Arbeit aus der Ersatzbank am Shit-Talken. Kreisliga edits best, Alter. Piero sagt auch 3-0 Exceptional. Sehen wir gleich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wenn die nicht mit einem Pickup wären, würde ich, glaube ich, auch eher so einen Ticken mehr bei T-Star sehen, aber ich lasse mich gerne dann das Bessere belehren, auf jeden Fall. Ja, Exceptional halt. So eine Map 5, ganz ehrlich, komm. Meinst du? Meinst du, es wird so close? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wir wollen es doch alle sehen, oder? Wäre schon cool, wenn es ein bisschen spannender hier wird. Aber ich sehe schon die Nase von Exceptional Female da, so mit Enzi, der halt jetzt kaum Erfahrung hat in dem Game. Ich stelle es mir halt ein bisschen schwierig vor. Ich glaube, der kannte bis vor ein paar Tagen nicht mal, dass neue Maps drin sind oder eine neue Rotation am Start ist auf Sixer. Ja. Da haben die Jungs sich auf jeden Fall gut was vorgenommen für das erste Match mit einem Pickup. Aber vielleicht hat ja Enzi gut Gamepam gegettet die Woche. Ich sehe gerade, die Lobby crasht komplett. Also jo. Dauert noch die ein oder andere Minute, bis das Spiel losgeht. Mann, knackiger Host-Switch hier, ey. Soka sagt auch 3-0 Exceptional. Ja, der Twitch-Chat auf jeden Fall sehr, sehr einig, was das Ergebnis angeht. Aber ich sag im S&D? So, wir haben ja fast 3000 Kanalpunkte auf Exceptional. 71%. Oh. 29% sagen T-Star. Ah, es gibt eine neue Lobby. Weit euch sofort. Erste Map, ja. Ich glaube, du nimmst es sogar mit.
Echt? Ja. Natürlich optimal. Ich bin nicht dabei. Ich aber. Perfekt. Und Envy. Envy ist eine Maschine. Ich bin gespannt. Also ich sag, ich habe keine Ahnung, wie Envy spielt in dem COD. Ey, das ist jetzt nicht aber so gemeint, dass man Envy nichts zutraut. So, ich will einfach nur damit sagen, Envy weiß auch, wie man das Spiel spielt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich eine Woche Game-Time hätte, dann würde ich jetzt sicher aufs Maul bekommen. Ja, so in die Richtung. Ich kriege auch mit einem halben Jahr kriege ich auch wahrscheinlich aufs Maul, aber... Warte mal, da habe ich hier noch kurz Time. Ich müsste noch mal jemanden einladen, ich habe wieder diesen Flimmer-Bug. Ah, nee, ich muss neu starten. Ja, alles easy. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Sind schon alle drin in der Lobby? Ja. Also du müsstest dich beeilen. Also, du kannst auch nachträglich nachjoinen, oder? Oh. Du ganz schnell hier X-Spams und dann Codcaster gehst, soll das eigentlich gehen. Ja, wir gucken mal, aber noch starten sie nicht. Ja, gib mir kurz noch eine Sekunde. Bin jo, ich geh ja schon aufs Inviten. Envy, also auf jeden Fall all eyes on you jetzt. Oh. Envy, mach den Stream aus, Digga, mach den Stream aus. Lass dich nicht nervös machen. Aber lass dich echt von irgendwo nicht nervös machen. Der war halt nur Quatsch. Ich weiß halt nicht, wen ich im SMD so besser einschätze irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, im Respawn sehe ich da auf jeden Fall viel mehr ein bisschen weiter vorne, aber ich glaube, im SMD könnte es knapp werden. Mhm, ja. Passend Invite, Bro. Genau, Envy kann sich ja jetzt erstmal ein bisschen an die Map gewöhnen und dann im SMD ist er warmer Sixer. Ja, Dreiercast ist schon crazy, also keine Ahnung, wie das jetzt hier zustande kam, es war relativ spontan. Deswegen auch keine Facecam, okay. So wundert euch nicht. Boah, ich hab auch noch beschlossen von einem Kanalpunkte. Soll ich die mal reinknallen? Wie viel? 12.000. Aber wenn du als Mod mitmachst, dann... Ja, stimmt, da kann ich dir. Ja. Oh, hab Angst jetzt? Nee, Envy. Zeig jetzt mal, was du kannst. Du brauchst keine Angst haben. Wir sind hier dann Division 3, so nicht. Kann sich keiner blamieren hier. Das stimmt, dafür sind wir alle in Division 3. So. Wir können alle hier. Gut, ich wäre da. Ich gebe den Teams mal das Go. Und auch gerade mal einmal reinschreiben. Ich finde den Gamechat nicht. Nennen Sie keinen Druck oder so. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Hat PR-Bot auch die SMG gespielt oder sehen wir jetzt Envy heute auf der AR? Schauen wir mal. Keine Ahnung. So, jetzt aber. Jetzt geht's aber rein. Overlays müssen wir passen. Part. Also, ich muss jetzt, glaube ich, den Gamesound ein bisschen ticken leiser machen dann. Die euch da ein bisschen abhebt. Aha. Vom Sound her on cast. Aber sollte soweit eigentlich alles passen. So, wen gehen wir drauf, Jungs? Ich müsste in D4, sagt Marcel. Ja, jump mal mit Envy rein. Komm, wir gehen mit Envy rein. Muss mal sehen. Envy, was hat er in der Hand? Mit der SMG? Nee, doch nicht. SMG, mal gucken hier. Bleibe. In you. Kriegt auf jeden Fall mit der Stun die Info schon mal. Boah, schöner Gunny da von Stellen. Gehen wir auf die Nummer 2 auf Selina schon. Ob sie die Next Rotation da irgendwie hinbekommen. Aber vermutlich jetzt rausgeholt worden sind. Player Streak. Stimmt. Boah. Ja, was? Player Streak. Selin jetzt auch. Eieiei. Boah, Claudia auf der 4er Streak. Da müssen wir draufbleiben. Da müssen wir echt draufbleiben. Kampf hinten um die Rotation mit Close. Können wir kurz in Chat callen, ob alles so passt, soundtechnisch. Boah, Claudia wird da aber rausgeholt. Streak ist auch denied, aber dafür haben wir direkt die nächste 4er Streak. Boah, auf Zellen. Fünfer. Boah, Zellen. Auf der Fünfer mit dem sechsten Kick, ich war leider nicht drauf. Fucking hell. Zellen müsste Streak sein, ne? Ja. Streak am Start. Der spielt immer noch auf Streak, Claudia mit dem Two-Piece. Ellen geht hier weiter ab, Envy mit den Pupis. Hill aber weiterhin bei Exceptional Female. Naja, hier auch wieder auf einer Dreier-Streak, führt der einen nach dem anderen weg. Genau, Tease da jetzt wahrscheinlich mit dem letzten Push. Sollten gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall die nächste Rotation haben. Ja schon wieder mit den Pupis. Clean Wipe auch nochmal. Wow. Und wird wieder beendet. Oh. Ausgleichen.
Oh je. Oh je. Nee, wie kannst du nur mal den Teamnamen jetzt machen? Hab ich schon gemacht. Passt alles. Hast du schon? Passt perfekt. Never mind. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Mir ist gar nichts aufgefallen. Mir auch nicht. Celine ist rausgeflogen, so wie es aussieht. Kann auch sein, dass sie Lags gehabt hat, weil sie stand doch irgendwie 06 oder so. Vielleicht echt? Hatte sie irgendwie mega Hype hängen. Ja. Mir ist gar nicht aufgefallen. Guter Caster hier. Ja, die Server sind auch dick am Arsch, ey. Ich habe ja auch, by the way, einen 140er Ping auf dem Host. Aber es fällt auf jeden Fall uns ziemlich auf, zum Glück. Genau, jetzt auf jeden Fall nochmal eine gute Chance hier für T-Star. Das Game ist nochmal gecrashed. Also, und Champ ist gecrashed, ja gut. Spiel. Ja, ihr wart in Führung so, ne? Also... Ich denke nicht, dass die Gegner da Auge machen, so, wir sind Division 3, wenn die Gegner damit cool sind, dass ihr von wieder replayt, so, wie gesagt, ihr habt ja geführt, spielt einfach wieder von neu, hätte ich gesagt. Ich glaube, das sieht ja keiner in Division 3 so streng, ich glaube, die Regeln sagen auch irgendwie bis 100 Punkte oder irgendwie bestimmte Zeit, ich weiß es gerade leider nicht genau, müssen wir nochmal reingucken, aber solange die Gegner sich da nicht beschweren, spielt einfach von neu. Ich kenne die Jungs von T-Star, die werden es nicht so eng, wenn es nicht so streng sehen. Genau, ist ja denke ich auch offensichtlich, dass da natürlich das nicht mit Absicht oder so war. Wird ja gar keinen Sinn machen. Eben. Mit Streaks und großer Führung, ne? War ja eigentlich ein perfekter Start von euch. In die Map, bisschen unlucky da. So, Enzi fehlt jetzt auch nochmal. Der macht nochmal kurz kaltes Wasser ins Gesicht. Mom Spaghetti, Alter, kurz nochmal kotzen gegangen. Ich hab noch einen Double Scoop gemacht jetzt. Oh, Jesus. Halleluja, ey. Map Count aktuell 0-0. Wurde gerade nochmal restartet mit einem Game Crash. Wir gehen gleich nochmal von neu ins Hardpoint rein auf Sixstar. Joa, dann zum dritten Mal rein, ne? Phil, Vorhersage T-Star. The Crazy Call, T-Star gewinnt das. Aha. Und das Hardpoint war jetzt die Vorhersage, ne? Achso. A Hot Take auf jeden Fall da. Enzi ist auch wieder drin. Muss auch mal gegen den Strom schwimmen, ne? Also. Why not? Ey! Also der Anfang war schon sehr knackig hier von Exceptional Female. War schon echt strong. Hast zweimal Streaks erspielt, einmal die Streak gehabt. Jo, der Game Crash ist echt ein bisschen unlucky, ey. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber so wie die Mädels gerade on fire waren, sehe ich dir da auf jeden Fall, dass die das auch nochmal machen. War schon echt ein guter Anfang. 250-97, das ist ein wilder Call. Von Scam. Also wenn das eintrifft, ey, müssen wir eigentlich 5 Subs reinbuttern, ne? Und was eintrifft? 5 Gifteds von mir, wenn das stimmt. Jo, 250-97. Wenn das genau so ausgeht. Also 10 Gifteds auf dem Spiel. Ich hau auch nochmal 5 drauf. 15 Gifteds an die Community. Wer bietet mehr? Auf dem Spiel 250-97. Luca kann auch noch mal ein paar draufsetzen, wenn er trifft. Komm. Team spielt auf einmal Carsten hier 3 Legenden. Ich werde bei 250, 296 oder so, wenn es ein Punkt davor ist, ich werde so aus dem Cast einfach rausquitten. Stream aus. Stream beendet. Stream und zack. Fanation.de zuletzt online vor 3 Jahren. So, ich weiß nicht, wollen wir nochmal in den Chat schreiben, dass wir so weit wären, oder? Ich habe hier Naya schon geschrieben. Ja, okay, es geht los. Ah, perfekt. Dann so. Dritten Mal hier. Also, wir gehen so rein nach dem Restart mit einer Führung von wie 60 zu 10 sowas ungefähr. Irgendwie sowas, ja. Und schon Streaks auf der Seite von Exceptional, also. Oh, 5 von Luca auch, wenn er das. Come on, ey. Okay, also sind wir jetzt bei 20 Subs fürs Games Call. Make it happen, 250-97. Auch voll räudig, ne? Wir setzen hier irgendwie 20 Subs darauf, dass die Le Boys hier nur 100 Point Club kassieren. Das hat ja nichts damit zu tun. Nee, überhaupt nicht. Ja. Nicht darum, dass es weniger als 100 Punkte sind.
So. Simplex, ich bin dein größter Fan. Und Konrad ist auch im Chat jetzt. Ich würde mal direkt auf Selin drauf gehen. Hat letzte Runde, die abgebrochen wurde, ein bisschen Slowstart gehabt. Leiden wir jetzt mit seinem First Pick hier? Aber Simplex hier mit guten Shots. Ja. Naja, kriegt noch einen zweiten. Oh, und Early Time für Teaster diesmal. Ja, sie haben es auch auf jeden Fall Start als eben anders gespielt. Entweder hat eine andere Route genommen, ist außen und nicht Statue außen rumgelaufen. Haben auf jeden Fall gerade aus dem Reset was gelernt. Und für sich genutzt, während Deception natürlich nach dem guten Start ist nochmal genauso gespielt hat. Hier geht auch weiterhin hier an Teaster, wird jetzt hier von Claudia getradet. Claudia mit einem Two-Piece. Somit geht das Crap jetzt hier erstmal an Exceptional Female, aber es ist gut auch für die Next Rotation. Die Jungs von Teaster konzentrieren sich jetzt hier auf die Fucking Petru. Envy nochmal mit der Big Scrap. Ich schon mal auf Next Rotation drauf. Sind die mit dem Pick, Selen auch mit dem Pick. Boah, Envy mit dem Pick da in der Mitte. Selen mit dem Trade. Aber wir sehen die Spawns hier auf der Seite von Teaster. Kasu flasht da sein Mate. Kommt es natürlich drauf an. Ich glaube, ich nochmal an. Fortunate Timing, nein. Big Break hier aber von Claudia. Boah. Auch wieder rausgetradet. Liegen hier noch irgendwie alive. Close Spawns für die Jungs. Kasu mit dem Two-Piece. Kasu mit dem dritten. Boah. Und Envy hier mit einer Möglichkeit für den Two-Piece. Wir sehen hier Selin, spawnt nochmal on old. Kann vermutlich die Scrap-Time mitnehmen. Liegt da leider ein Outgun von Temper. Hier auf Dreier-Streak. Wir sehen Claudia auch noch auf old. Temper, der jetzt rausgeholt wird. Ich denke aber, die Next Rotation geht bis jetzt auch erstmal an T-Star. Oder ein ziemlich besserer Start von den Jungs als letzte Map. Haben draus gelernt. Also auch richtige Stand-Eier da hinten im Spawn. Da wird sich nicht viel bewegt. Sex mit dem Pick. Allen. Die drei da hinten nahe jetzt zum Backspawnen. Kommt wieder zurück zu ihrem Team. Jetzt exceptional zu viert von vorne. Ja, geht über Front. Ein Outer Race. Die nächste mit einem Pick. Kann auch nur einen holen. Einen aus. Kann aber den Feld noch picken. Will aber hier immer noch für Tista. Und Sex mit dem Trade. Die kommt dann nicht rein. Jetzt wird es auch schon wieder Zeit, auf die nächste zu fliegen. Das Statue Hill ist nämlich unglaublich schwer zu breaken. Die 5, wer ist das? Kasu. Hat sich aber schon positioniert, wenn er jetzt den Killy auf Claudia ziehen kann. Oh! Kasu. Gerade so mit Mühe und Not. Und jetzt Simplex mit der Help. Kriegen sie hier die 1 noch rausgezogen? Das könnte schon wieder die nächste Switch Time sein. Aber Claudia noch on point jetzt. Jo, das also Simplex hat auch. Ist wichtig für sie gewesen. Die Naya kommt von hinten, in Circle drin. Hat jetzt auch die. Kasu hat's eigentlich gerochen, aber wird wahrscheinlich jetzt von hinten geblickt. Ja, genau. Und geht dahin hier an Exceptional Female. Wichtiger Break da auf jeden Fall von denen. Und das ist halt auch eine extreme Mann, die nochmal zu breaken ist jedes Mal richtig schwer. Das Gefühl unnötig. So viele Headwitches. Envy zieht hier den aus der Hilltime raus. Oh, drei down. Letzte noch Top Window. Auch alle down. Wie ein Break. Weißt du, ich glaube, die U wurde da leider ein bisschen aufgegeben. Naja, die den Pick da ein bisschen spät kriegt auf Envy. Dadurch kam der Break zustande. So, und damit ist Games Call schon Geschichte, ne? Ja, das waren die 20 Subs, ey. Envy, was ist denn da los jetzt? Boah, sie geht drauf und wird direkt geholt. Envy hat der Trash-Talk im Chat nicht gefallen. Aber auch Exceptional Female antwortet hier mit 3 Picks. Kann auch den P1 für sich beanspruchen. Erstmal. Envy spielt der Bruder. Envy spielt der Bruder. Boah, intense Gunfight hier. Kasu, der den ganzen Tag gegen so Ding gewinnen kann. Exceptional kommt aber wieder zurück. 20 Sekunden jetzt Grab Time noch. Das ist gleich wieder levelt. Ja, sollte nach dem Himmel wieder relativ ausgeglichen aussehen. Aber der natürlich auch Naya mit dem Pick. Next Rotation, wir sehen T-Star spawn direkt auf P2 drauf. Und Nummer 1, Nummer 2. Von den Setupen nochmal.
Vernünftig. Geh mal hinten auf Celine und auf Zellen drauf. Celine mit dem Trade. Müsste jetzt auch die Spawns haben. Nummer 7, Simplex pusht da out. Boah. Claudia. Aber. Oh, oh Gott. Fast noch mit aber dem Karo zweiten. Hinten aber hinten auf den Stairs. Wird jetzt aber auch nochmal geholt von Celine. Exceptional mit den Backspawns. Yay. Dann geht aber trotzdem erstmal auf Konto von Slick da. Wo sind hier ein Feld nach dem anderen? Karo mit dem 2. Den dritten nicht holen. Claudia mit dem Traden, somit holst du sich auch den Hill. Scrap Time. Somit bleibt es erstmal close. Hier auf 6. Hardpoint. Enzi holt sich nochmal den Break für die letzten 15 Sekunden. Oh, sie liegen hier schon auf Rotation mit dem ersten Pick. Der Tempo hinten hat. Er sieht ihn da nicht. Kriegt den. Das Timing. Oh, wichtiger Pick da hinten. Das ist mega wichtig. Der Teammate ist auch schon da. Gleich die ganzen Exceptional Mädels alle von hinten. Jetzt muss die Star. Karo kann alive sein, aber. Jetzt gehen raus. Ich weiß nicht, ob Exceptional noch weiter die Spawns behalten kann. Karo mit das Trophy das Timing. Oh mein Gott, Alter! Sehr unlucky da an der Stelle. Hat sich auch gedacht, ich breche das Trophy nicht ab, so ich schmeiße es einfach weiter. Naja? Kasim? Hallo? Naja, entweder mit der 60er FOV oder hat wahrscheinlich den Gegner einfach nicht gesehen. Typischer Tunnelblick. Ja, den kennen wir zu gut, wa? Boah, Zellen hier mit dem Two-Piece. Auf der 4er Streak. Und somit kann sich Exceptional mit dem Hill hier den Lead holen. Erstmal. Oh, Zellen kann den Pick noch nicht gehen. Immer noch auf 4er. Wir gehen schon mal auf die Next Rotation. Denn die geht an T-Star hier. Oh, Kase im Statue Heady, ey. Guck mal, Zellen hier rauszuholen. Lee mit dem ersten Pick. Zellen immer noch auf 4er Streak. Versucht jetzt hier irgendwie über den Flank. Kriegt den nächsten. Ein Kill vor der Streak. Auch allgemein gute Map hier von Zellen. Wird aber geholt. Auf der 5er kriegt Streak leider nicht. Hier mit den Cookies. Und durch den Pick von Naya. Gehen ja. Nochmal? Boah, in sie aber. Ja. Naya mit dem Pick. Geht zum ersten Mal in die Führung, oder? Nee. Warte mal. Nach P3 hatten sie ihn schon mal. Genau. Ah, okay. Am zweiten. Und allgemein, wenn wir die Sets betrachten, so eigentlich nur Zellen hier mit einer guten Map. Kaso eigentlich auch ganz gut am Start. Sonst der Rest eigentlich. Super ausgeglichen. Ja. Negativ, aber ausgeglichen. Zellen macht das hier echt stark. Aber auch Enzi dafür, dass er hier die Rotations nicht mal kennt. Das ist auch sehr, sehr stark, was er hier macht. Auch sehr decent hier mit dem Nate-Pick an Sabine. Oh, der Anfang testen, kriegt einen Pick. Ist aber jetzt wahrscheinlich traded, ja. Oh, nochmal ein wichtiger Break jetzt auch für die Jungs von T-Star. Bleibt auf jeden Fall spannend. Oh, jetzt 3 down auf der Seite von Exceptional. Zelle nur noch last alive da irgendwie close on time. Wir sehen die Nummer 2 versucht aber den Full Tank. Wird jetzt schwierig hier für Exceptional. Die Spawns spielen aber noch T-Style. Boah, wie kann sie mit der 6. Streak? 25-20. Und dem Lead Change. Der Mann ist so hype mit dem Trash Talk hier am Anfang. Enzi lebt vom Trash Talk, erzählt sich davon. Er hat den Quatsch am Anfang auf jeden Fall persönlich genommen hier. Ist aber jetzt rausgezogen. Oh, 3 down auf der Seite von T-Star. Die Spawns sind aber noch da. War auch wichtig hier für die Mädels von Exceptional Female. Ich weiß nicht, ob man Zillin sehen kann. Wichtiger Spot da, aber. Mit der Info sollte er ihn eigentlich raustrainen. Guck mal. Ja, oh, jetzt okay. Claudia die letzte im Hill. Oh, mit der Stun. Oh! Der Mann chillt das mit der Pistole einfach. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Boah, sehr intensiv jetzt hier. Oh, mit dem Reload. Bisschen unlucky. Sind die kriegt den Pick. Aber vielleicht können sie dafür die Rotation haben, ja? 18 Sekunden noch. Exceptional kann hier die Hill nicht closen. Tease da mit der Rotation. Da ist Next gespawnt schon. Nummer 1. Wir sind jetzt hier alleine.
Dann nehmen wir schon die Next ist offen. Das kann jetzt halt Exceptional das Genick zwei sein. Durch. Oh. Wir sind auf Simplexer nochmal auf Old. Auf den Pixelin Alive, Full Team Swipe. Big Two Piece von Temper nochmal. Für die Next Rotation. Kanta, Enzi outgespawnt, hinten Naya. Wow. Ganz weird, Enzi jetzt damit im Pinch deswegen, wegen dem Outspawn. Boah, aber Claudia hier mit einem guten Pick, zwei down. Ja, aber wenn jetzt der Mate darf. Ja. Und jetzt die letzte Naya da hinten. Hat die Info. Was? Oh, crazy, was? Und die Spawns geholt. Was? Und jetzt wird's richtig eng hier. Noch 30 Sekunden, beide Teams könnten sich. Eigentlich, was ist mit der Stream von Envy? Oh! Envy! Temper! Envy wurde getiefelt. Claudia! Oh, da wollte er zu viel. Das ist greedy! Da wollte er zu viel. Envy mit der. Jetzt kommt die Streak rein. Ich weiß nicht, ob sie noch rechtzeitig kommt. Zu spät. 2, 1, oh, Envy! Ja, hohe! Und die Streak da aber auch raus. 10 Sekunden. Und nein, das war's. Die Streak hätte früher kommen müssen. Viel früher. Und Temper hätte leicht werden müssen. Der Ego-Chell war viel zu greedy. Ich habe keine Ahnung, wie der Break da mit den Spawns und was weiß ich zustande kam, da hinten. Das gab leider keinen Vogelwild. Sinn. Ja. Vogelwild. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen lucky war oder so. Auf jeden Fall Full Team Swipe und dann Exceptional und Female direkt mit den Spawns. Die konnten sich damit dann auch den Hill holen. Wir sehen, Zellin, crazy Map, richtig starke Map, auch vom Kasu. Envy, aber der Top-Fragger aus dem Team. So stark zurückgekommen. So stark zurückgekommen. Man macht die Most Kills der Lobby, ey. Not bad. Not bad. So. Also. First Map, 6er Hardpoint. Geht an Exceptional. Habe ich nicht gedacht. Als Enzi die Streak gepoppt bekommen hat, dachte ich eigentlich, das Game ist vorbei. Sag ich so, wie es ist. Die hatten die Full Rotation auf P2 mit Streaks, mit Spawns. Und verlieren das Ding da einfach noch. Krass. Also die Streak hätte früher kommen müssen. Ah, ich hab auch, woran wir auch, was wir komplett vergessen haben, ist, wir können auch Listen-Ins machen dann, auf der nächsten Map. Erinnert mich bitte dran. Ja, machen wir vielleicht im Control lieber, ne? Und nicht in SD. Jetzt im Hardpoint, aber am Ende, das wäre huge gewesen. Ja. Das ist mir leider nicht eingefallen. Hatte ich nicht auf dem Schirm, weil die Map so intens war. Aber wir gucken dann mal im Control oder im Karachi Hardpoint, falls es dazu kommen sollte. Können wir auf jeden Fall mal Listen-Ins machen. Auf jeden Fall jetzt erstmal in der Lobby-Switch. Guck, dass ich hier im Caster noch den Serious-Count einstelle. Oh, ich hab das Flackern jetzt auch. Ja, super. Dann gucken, ob ich euch inviten kann, ob es das irgendwie fixt. Ja. Ja, schade, ey, so ein Listen-In wäre schon echt bestimmt lustig gewesen. Vor allem am Ende. Gerne Predictions in Chat schreiben fürs S&D, für Map 2. Von Scam kam schon. Hauen wir wieder Subs drauf? Oh. Jetzt bin ich hot genug. Nee, S&D ist so, weiß ich nicht, ist so random irgendwie. Aber auch bevor im Karachi Hardpoint können wir wieder ein Hot-Tag machen. Oh, Luca geht mit 5 Subs aber drauf. Ja, ich muss das Game einmal neu starten, Jungs. Ja. Alles easy. Wart euch, sobald es losgehen kann. Oder sobald die Lobby am Start ist. Ich liebe dieses Game, ey. Wirklich. Aber Enzi wirklich stark gespielt, ey. Wirklich? Habe ich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Und ich habe dieses Flackern. Ich habe das Flackern auch. Ey, no way. Ach, Mann. Tista holt das noch. Ja, also es war gerade von beiden Teams mega stark. Also man kann nichts sagen. Weitet mich mal einer, bitte. Ja, ich bin noch am Neustarten. Oh, dieses Spiel. Oh, wirklich, das ist so insane. Oh, Mann, ist das anstrengend, ey. 250 zu 227 war es. Uff. Piero, wo bist du in der Liga? Ja, du fehlst da ein bisschen. Ich glaube, in Division 1 brauchen ein paar Teams noch ein Pickup. Für die Playoffs. Meld dich. Meld dich, Junge. Slide in die DMs.
Piero auch bei uns sehen, aber da würden sich, glaube ich, das eine oder andere Team beschweren. Also ich glaube, in Division 1 könntest du trotzdem noch was machen. Ja, ich muss mein Game restarten. Geil. Ach Mann, ey. Das nervt mich hier mit dem Spiel. Ist ja insane. So, ich bin drin. Spiel jetzt bei Exceptional mit. Ich glaube, da tust du den Mädels keinen Gefallen, ey. Irgendjemand fehlt. Was sagt denn ihr beide jetzt hier im S&D? Wer holt das Ding? Das ist schwer zu sagen. Ne? Ich kann die beiden Teams nicht einschätzen in S&D. Genau, also überhaupt bisher nicht. Hat ja noch keins von beiden Teams eine Series verloren. Einer von beiden bekommt heute seinen ersten Loss auf jeden Fall. Ich weiß nicht, lass mich mal kurz schauen, wie viele Maps jeweils gedroppt wurden. T-Star hat bisher 2 Maps verloren und Exceptional keine. Exceptional flawless bis jetzt. Ja. Mhm. Aber du musst natürlich auch sagen, erst eine Series gespielt. Ich kann auch gar nicht zuordnen, von wem jetzt dieser Pick mit Sixter S&D ist. Aber ich würde sogar sagen, dass der von Exceptional ist. Ich kann es dir gleich sagen. Los, ich bin Exceptional noch nicht im Caster. Ist Team A, das heißt, ich bin Exceptional nicht im Caster. Ist, nein, es ist beendet worden. Es ist beendet worden. Oh. Exceptional ist Team A, das heißt, der Sixter S&D-Pick müsste von Simplex-Team kommen, von T-Star. Ja, komm, dann gehe ich auch mit den Jungs. Ganz ehrlich. Auch mal dran belieben. Es ist auf jeden Fall NZ's Map. Ja, Marius, du musst haben wir gerade gelernt. Ja, ich bin jetzt gerade drin, Junge. So. Ich bin 52 oder so. Ich kann auch mal in Rente gehen. Passt eigentlich echt perfekt bei uns ins Team. Selbst mit 60 immer noch besser als 90% der League. Genau, ja, Piero, wir bräuchten noch ein Pickup in Division 3. Ich glaube, selbst dann wird's close, leider. Sixter, unser Pick. Genau, dann waren wir richtig. Also, Lobby ist vollständig. Ed kann weitergehen. Jetzt kann krachen hier. Das ist ein Serious Score, richtig. Aber... Seid ihr alle drin, ja, ne? Simplex fragt, ob wir ready sind. Gut, dann sind ready. Dass es losgehen kann. Okay. Dann bin ich gespannt. Moin, Kalli, willkommen im Chat. Moin, moin. Gute. Dass ich ein bisschen auf den Chat achtest, ey. Hier wird Stellung gestartet. Oh, nochmal Stellung. Drittes Replay. Jetzt viertes Replay sogar. Viertes Replay hier vorne nochmal. Reibungslos wieder hier die Rotation. Das ist auch ein schlechtes Spiel, ey. Oh, Enzi mit den Shots hier zurück ans Game. Der den 8:24 von Enzi gecallt hat. Wow. Ey, berechtigt. Enzi hat ihn eines Besseren belehrt. War echt eine starke Map von dir, Enzi. Wirklich sehr krasse Performance, Bro. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Map-MVP. Wird sich da vielleicht ins Main-Roster ein, ey, wer weiß. Ja. Ich sehe schon, PR-Bot auf jeden Fall am Schwitzen auf der Bank heute. Da knackt das Handy in der Hand beim Zugucken. Ja, trotzdem nichts gebracht. Leider. Leider nein. Oh, die Halbschwester ist cracked anscheinend. Von Enzi? Ja. Also wenn die Halbschwester noch einen Roster sucht, so gerne bei uns melden. So, jetzt aber. Jetzt aber mit Search and Destroy. Jo, komm Enzi. Mach dich fertig jetzt da. So, rein da. Hat jemand Full ADHS hier im Spawn? Ja, da kracht's komplett. Wer ist denn das?
Boah, da muss ich runtergehen. Da kriege ich einen Anfall gleich. Claudia, die hier die Finger schon mal ein bisschen aufwärmen. Enzi mit der Bomb. Hab zu krasse Schweißkopf, das ist hier, sagt die Arbot. Boah, Claudia schon mit dem ersten Shot, Zelle mit dem First Pick. Und Lex hier. Down. Und P1 kriegt einen Pick. Lex wird von Claudia da wieder rausgeholt. In die Nummer 1, Nummer 6. Boah, ein bisschen Timing da kassiert. Ich weiß nicht, ob Zelle ihr Kaso gesehen hat. Wow. Was? Oh, der war frisch. Der war richtig frisch. Oh, was ein frischer Chelder auf Statue. Ach du Scheiße, der hat's gekracht. Hol mit der Confidence da rein. Diese Piste ist auch einfach goated. Hä, ja. Wenn ich Bullet misst, wenn die Bursts drauf sind, dann droppt die echt was. Boah, mit dem Ego-Chelder hab ich da nicht gerechnet. Ich würde sagen, bleiben wir direkt mal auf Zellen drauf, auf der Dreier-Street. Oh, Luca hat sich gerade als Caster verpflichtet für nächste Season. Sehr gut. Oh shit, ey, da sehe ich uns ja hier. Die Dual-Caster aus der Zentrale. Oh, jetzt hier mit dem D-Push. Aus dem Dix-Razor. Den sie wird hier schon voll geflasht. Hat aber Info auf jeden Fall, dass es B wird. Also von der Mitte mit dem Pick. Also, kann den Pick direkt da, Claudia? Oh, Zellen da, mit einem guten Engel. Holt Enzi. Nein, mit dem zweiten kommen jetzt da von hinten. Dylan hier auf der Vierer-Streak aktuell. Einen gottlosen Heady da. Da wird auch die Bomb schon geplantet auf B. Ein bisschen Naya den Blick behalten, die hält da die Mitte. Dylan auf der Fünfer. One of Streak. Nein, wir gehen einfach mal auf Kaso drauf, gucken, ob er da in dem Moment noch irgendwas machen kann. Das ist greedy gewesen. Hat aber auch nicht mehr so viel Zeit. Na, 20 Sekunden noch die Clocks pushen. Stark, die Streak aber vereiteln, das ist wichtig. Ja. Oh, riecht das dann gutes bisschen. Play von ja. Kriegt er noch Shots rein? Schade. Starker Trader. Da hat es aber jetzt schon noch mal ein bisschen spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Vor allem Unlucky da mit Zelle mit der Streak. Aber naja, holt trotzdem die Runde. Und das zählt. So, keine Streaks für Selin. Schade. Hey, wenn ich da 5 Leute so rauschelle, dann würde ich den 6 wahrscheinlich auch so chellen. Kein Vorwurf. Da wird doch nicht mal gewartet. Da wird straight losgelaufen für den 6. Kill. So, jetzt versuchen es die Jungs von Pisa über die Mitte und über A. Selin schon wieder. Boah. Den nächsten Pick holen. Simlex mit dem Pick an Claudia, Simlex mit dem zweiten an Selin. Oh! Naja, aber Kasu kann den Raid holen. Und jetzt Zellen hier Last Alive im 1v2. Bomb wird wahrscheinlich auf B-Down gehen. Zellen hier Strong Start hier mit dem 6:1. Bomb down. Bin gespannt, wie die beiden Jungs das spielen. Versuchen es da irgendwie über Plätze zu zweit zu spielen. Und ich bin gespannt, ob Zellen das hier klatschen kann. Eklig geplantet. Eklig geplantet da oben. Oh, wie? Oh, was raus? Der Headshot knallt rein. Der Headshot knallt Temper ordentlich. Temper hat jetzt aber die Info 20 Sekunden. Zellen muss jetzt was machen hier. Zellen aber mit guten Shots. Oh. Sie riecht es. Oh. Die Shots down, aber Temper spielt die 3 Tube. Das muss erst reichen. Ja, die Runde hat er. Boah, aber mit dem Pick. Kill aber trotzdem noch. Komm, die Body Shots, mach es. Ey, das Magazin ist leer. Da kann nichts rauskommen. Hey, Zellen hier richtig on fire. Was soll ich sagen? Richtig gut. 8 Kills. 8-1. 3 Runden. Bisschen mehr Time, sie hätte das vermutlich noch geklatscht. Zellen riecht schon den SND-Kill-Rekord aktuell von Scam bei 15 Kills. Aber mit 8 Kills in 3 Runden. Das ist ein guter Anfang. Schon mal stark aus. Ich würde sagen, wir bleiben auch einfach mal auf Zellen drauf. Willst du so bei eine dem gute Start? Ja. Eben. Geht's nicht anders.
Oh, Big Stun. Suchen, wir sehen. Ich bin gerne auf Zellen drauf, sehe ich klar. Wir sehen hier Exceptional, versucht es wieder mit dem B-Push. Sieht man eigentlich selten. Versuchen hier irgendwie vermehrt über die B-Bomb zu kommen. Den Enzi da hinten richtig baggy. Simplex mit dem Flank, glaube ich. Kann Naya da rausziehen. Bomb geht aber trotzdem down. Mal gucken, ob Zellen da gutes Timing auf Simplex hittet. Boah! Oh. Schon Zellen jetzt mit dem 9-1. Der last alive. Boah, Zellen! Oh. Boah, crazy, also richtig gefährlich, wenn die Frau hier last alive ist. Mittlerweile mit einem 10-2. Trotzdem geht die Runde hier an T-Star. Gehen somit gleich. Das Game ist bestimmt langsam am Schwitzen mit seinem Kill-Rekord. Boah, ein 10-2 nach 4 Runden ist schon sehr stark. Und es sieht gut aus, weil es ist tight up, 2-2. Es sind auf jeden Fall noch mindestens 4 weitere Runden zu spielen. Für 6 weitere Kills, um den zumindest mal auszugleichen, den Rekord. Wir bleiben auch weiter auf Zellen drauf. Wie viel werden hier mit, der den Kill-Rekord noch irgendwie brechen kann in der Crossfire League? Einen aktuellen Kill-Rekord in der S&D. Ist ja auf der richtigen Bomb vertreten. Ja, ja. Also die mit dem First Pick an Simplex. Hier auf P1. Bin gespannt, wie T-Star das jetzt hier mit dem Life Disadvantage hier irgendwie spielen will auf der A-Bomb. Auf jeden Fall sind hier Bomben sicher. Hier wieder Info. Wenn sie da nicht raus. Wird aber womöglich gepusht. Nein, doch nicht. Ist da hier relativ scared. Boah, Zellen kriegt den Pick nicht. Starker Pick von Kasu, aber. Oh, wir sehen hier Nummer 8. Naja, versucht es aber den Flank. Sieht aber ein schlechtes Timing. Schau dir da on Bomb. On you. Kann der Pick auf Bomb nicht ziehen, aber Zellen hier close. Naja, kriegt einen. Oh, aber jetzt da hinten. Der Flank. Oh, wie kann keinen kriegen. Oh. Tja. Oh. Ach, du Alarm. Temper, nein. Das war ein Brett. Ich würde auf jeden Fall Minimum IP holen müssen. Starkes Spiel hier von Exceptional. Bin gechoked hier auch von T-Star, muss man sagen. Aber gehört dazu. Die haben aber auch ein starkes Setup da auf der A-Bomb. Da muss man das mal raufkommen. Machen das wirklich sehr gut. Vor allem immer die Mid-Control. Und immer über U-Com. Über zwei Engels. War dadurch verdammt schwer für T-Star noch irgendwas zu machen. Deswegen. Exceptional versucht es jetzt über die A-Bomb. Null Nummer 3 da hinten. DJ Temper. Und er muss backupen jetzt erstmal. Jo. Die ganze Bombe ist clean. Nun geht die Bombe jetzt auch down. Naja, mit dem Pick. DJ Temper mit dem Trade. Temper mit dem Two-Piece. Macht's doch mal spannend. 1v2 jetzt. Gegen Zellen und Claudia Sunfire. Ist natürlich, wie gesagt, schwierig, da überhaupt nochmal auf die Side zu kommen. Und Zellen ist hungrig. Und 10-3. Will den nächsten Pick haben. Boah, Claudia da ein bisschen zu viel gepiekt, leider. Zellen wird ihn womöglich von hinten jetzt picken können. Gutes Play da von Zellen. Das Glas war natürlich jetzt zu laut. Und somit auch der nächste Pick von Zellen. Und die nächste Runde für Exceptional. Ihr zwei. Hat nicht jemand 6-2 gecallt am Anfang? Game hatte 6-3, meine ich. Oh. Zellen mit 11 Kills. Luca mit 5 Subs auch für den Call. Möchte ich nochmal kurz in den Raum werfen, ne? Die 5 Subs will ich dann aber auch sehen, ne? Ein Mann, ein Wort hier. Also Zellen 5 Kills davon entfernt.
4 Kills davon entfernt, gleich zu ziehen, 5 Kills davon Nein, entfernt. 5 Kills, um es auszugleichen, immer noch. 16 waren es. 16? Oh. Ja, hat Game jetzt auch schon zweimal reingeschrieben. Ich guck den Chat nicht. Game ist einfach alles gut. Es waren 15. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es 16 waren, aber egal. Wir machen das mal mit der Map weiter. Ich weiß es leider nicht genau. Wir sind hier selten wieder on Bomb, riecht den Flank da auch ein bisschen, hat die Scheibe auf jeden Fall gehört. Musst du die Scheibe nochmal gehört haben und kriegt dadurch auch den Pick. Den Pick. Boah. Camper aber mit dem Timing. Kann ich sehen. Naja, über den Flank kann Jay Temper da rausziehen. Wir sehen die Nummer 2 Simplex da im Water ein bisschen am Planschen. Keine Ahnung, was er da macht. Bomb auf jeden Fall auf der A-Side. Und die Damen von Exceptional hier mit der Mid-Control. Eigentlich gute Position. Bin gespannt, ob Andy da noch irgendwie die Bomb down kriegen kann. Gutes Timing. Oh, rotieren die? Nein, sind noch da. Durch Andy. Oh. Echt, hat die Bomb down, ist die Frage. Naja, push close, kriegt sie. Das war aber auch ein komischer Laufweg von Simplex. Also, dass keiner da irgendwie... Auch mit einem 10 zu 3. Naja, auch 10 zu 3. 16 sind okay, 17 sind ehrenlos. Also droppen die beiden Damen bis jetzt stand jetzt hier irgendwie 22 Kills zusammen oder 21. Crazy. 22 waren es, 12 und 10. Also zu 22 ist auch wirklich geisteskrank. Spiegelt sich hier im Map-Score auch wieder. Ja. Naja, so, hier mit einem 10-3. Wir auf jeden Fall noch eine Runde von Simplex-Team. Selle mit einem 12-4. 6-3 war der Call von Luca für die 5 Gifte. Wir sehen Enzi mit einem 1-7. Nicht so gut in den SMD reingestartet. Hardpoint war gut. Die Liebe ist jetzt nicht so. Die Damen von Exceptional versuchen jetzt hier nochmal über die B-Bomb. Ja, Emma ist alleine da. Boah. Guten Schatz von Claudia. Simplex. Simplex kann den First Pick ziehen. Oh. Pack kann Selle nicht rausholen. Oh, wir sehen die Nummer 1K so hier auf dem Flank, aber. Boah. Der Timing, naja, kriegt den Pick. Selle mit dem und Selle nächsten. Und Enzi. Bomb ist jetzt auch down. Simplex ist aber. Simplex. Enzi ist ein bisschen am Laggen, wenn man ihm zuschaut, ne? Nicht drauf geachtet, leider. Aber. Runde für Exceptional. So steht es hier 6-2. Kriegen runtergespielt. Auf jeden Fall starke Leistung hier von Zellen. Von Naya. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kills es insgesamt zu zweit waren. Irgendwie um die 25. Glaube ich. Ich glaube, es sind spot on 25 oder 24, irgendwie sowas. Also starke Rotation von den beiden Damen. Jo. Und somit war es mit Map 2. Und 12 und 13 Kills waren es. Crazy. Das ist schon echt stark. So, ich jetzt hier Map Count overall 2-0 für Exceptional. Bin gespannt, ob jetzt der hier... der Rucksack auf jeden Fall offen. Ja. Ey, auch die ersten 4 Runden von Zellen waren wirklich geisteskrank. Der gefühlt alleine da gespielt. Bei der ganzen Map. Genau, die Vorhersage für Map 3 ist live. Mal gucken, ob Thies da noch irgendwas drehen kann hier. So, euer Call für Invasion das Control. Das war mega close, also es ist auf jeden Fall noch machbar. Es ist noch nichts verloren. Ich glaube, es wird eine Round 5 auf jeden Fall in Control. Und danach geht's nämlich in das Respawn, was Thies da gepickt hat, Karachi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Exceptional das hier mit 3-0 closed. Genau, müssen sie auf jeden Fall auch, weil ansonsten wird es nämlich eng quasi. Wenn es nochmal in einem Map-Pick von T-Star kommt, dann sehe ich es in der Map 5 kommen. Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch so unterschreiben. Das ist, denke ich, könnte maybe sogar der Serious Decider hier schon sein. Ist er ja quasi auch. Ja genau, ich meinte, wenn sie die Map verlieren, dann könnten sie auch die Serious mit guter Wahrscheinlichkeit noch verlieren. Guter Wahrscheinlichkeit. Und dann die Map-Pick von Simplex noch reinkommen, von T-Star.
Der Chat ist auf jeden Fall mit 100% aktuell bei Exceptional. Verständlich. Nachdem alle Hoffnung aufgegeben. Die beiden Maps hier gesehen hat. Vor allem das S&D. Ich weiß gar nicht, also ich glaube auch Round 5 wird es auf jeden Fall. Im Invasion Control. Aber ich sehe da immer noch die Nase von Exceptional Female da ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, die nehmen jetzt den Hype vom S&D einfach mit. Vor allem Zelen und Naya, die hier komplett ausgerastet sind. Auf Sixstar. Und ich glaube, die Jungs von Sixstar jetzt da ein bisschen ist angefressen, aber gehen auf jeden Fall jetzt nicht mit der kranksten Confidence in die Map rein. Genau, Enzi hat auf jeden Fall gerade sein Game restartet, habe ich gesehen. Und ich würde sagen, ist dann früher später auch Zeit während der Rotation für ein Listening. Hoffentlich denke ich auch dran, weil ich habe es im Hinterkopf. Ich sag dir Bescheid. VRBot sagt auf jeden Fall Comeback. Hurra Sweep. Bin gespannt. So, fast 9000 Kanalpunkte jetzt auf Exceptional. Crazy. Kein einziger für T-Star. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Das ist noch nicht vorbei hier. Wird auf jeden Fall spannend. Da sind wir uns alle einig. Ich würde sagen, ich gehe mal direkt einfach mal auf Naya drauf. Auch ein richtig gutes S&D gespielt. Die Jungs von T-Star versuchen direkt über die A-Lane. Naja, hier mit dem T1-Flank wird von Simplex rausgeholt. Lee mit dem Pick, Zelle mit der Nate. Boah, also Lee mit dem nächsten Pick. Wird hier nur noch Nummer 4. Enzi last alive one time. Wird aber jetzt auch rausgeholt. Boah, full Team Swipe. Oh. Naja, macht weiter. Angel Tempo von B auch wegholen. Boah, Celine mit dem Pick aus der Mitte. Kaso jetzt der letzte hinten drin. Spielt aber keine Silent Boots, ne? Ich glaube, wir haben Info. Boah, Naya mit dem Pick. Stark. Aber das haben wir bis jetzt auch noch nicht so oft gesehen, dass jemand keine Live Sneaker spielt, ne? Boah, und ich glaube, jetzt wird verdammt schwierig hier, die T-Star da irgendwie rauszukommen. Sind komplett im Spawn-Trap da, versuchen jetzt hier irgendwie über Mitte. Sind aber Nummer 7, Claudia mit dem Two-Piece wieder. Claudia auf der 4er Street wird rausgeholt. Naja, hier immer noch auf Beer Life. Eigentlich eine gute Position, wenn man ein bisschen Patience hat. Geht schon mal den ersten. Ja, true, wir nicht. Könnten nochmal an Listening gleich mal denken. Aber gucken wir mal, nachdem hier die Zone eingenommen wurde. Können wir da auf jeden Fall mal reingehen. Wenn es da so weit kommen sollte. Two-Piece. Jetzt sieht's aber gut aus, ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in Listening bei T-Star rein. Alle Pionions, Alters. Ich bin. Eine guckt den Back. Eine guckt so, lass einfach. Wir haben nicht so viele Leistungs. Lass kurz schon. Ja, Bro. Ey, Onmap, Naya, rechts außen jetzt. Und uns CDs, pass auf, CDs. Und eine Tür gehört. Ja, ja. Ja, die zwei außen B-Street, zwei außen, zwei da drin. Ja, ja. Eine ist One-Shot. Eine geht da, glaube ich. Ach, die andere hält die Lane. Ey, outside, Airstreet, maybe in Kaffee. Dark Set, wo ist die echt? Push durch, ah. Ich bin mal weak. First Tank. Ja, dead. Ich bin die outside. Wo tank oder was? Ja. Zwei dead. Airstreet, nur einer on me, Jungs. Wo genau Airstreet? Am Dumpster, zu dem. Bin weg von einer. Dumpster ist. Dead. Bottom Blue, pushed out. Das ja, Bro. Ich muss kurz nachladen. Claudia ist mit, weak. Hab ich. Stark. Wahrscheinlich nur. Noch eine Mitte. Wir wollen drin, ja. Eine ist Backspawn. Backspawn dead. Wir haben 6 Leben, ja, eine Pionix. Versuch mal irgendwie reinzukommen. Ach, Bro. Ulti One. Next one, come on. Ja, So. Nice try da auf jeden Fall. Leider nicht gereicht. Zu stark von Exceptional. Sein die Offense finde ich persönlich auch immer schwieriger auf dieser Map, gerade die A-Zone. Auf jeden Fall. Ja, jetzt nur ein bisschen Langfleisch gewesen, aber ich dachte mir so, ja, so bei den letzten 20 Sekunden kann man dann auch noch drin bleiben. Sagen, dann können wir die Runde auf jeden Fall von der Attacker von Exceptional viermal mal nutzen. Im Laufe der Runde.
Kann man ja auch wieder so timen nach der womöglich B-Zone. Genau. Oder maybe A-Zone, so wie es gerade aussieht. Und jetzt hier mit dem First Pick. Also sind die Nummer 6. Das ist schon relativ close on time. Nummer 7 auch in Café drinne. Und auch schon auf B drauf. Wir sind jetzt hier und auf A. Oh, kann da auch nochmal den Pick holen. Jetzt Pressure auf beiden Zones. Boah, jetzt ist es schwierig. Müsste auf jeden Fall den ersten Pick da durchkriegen auf A. Boah. Also, oh, aber Peak Temper an FK. Temper mit dem Two-Piece. Hat da nochmal die A-Zone gerettet für die Jungs. Den ersten Tick konnten sie auch nicht holen auf A. Unlucky, dass Zalander peakt, obwohl der Tick noch nicht durch ist. Ja, aber mit B sieht schlecht aus. Sollte jetzt auch weg sein. Der Four-Stack von Exceptional. Ja, ich würde sagen, wir warten mal mit den Listen. Ich glaube, aktuell ist noch nicht so spannend, ja. Ja, gucken wir mal, wer noch ein bisschen knapper wird. Genau, 2 Minuten auf der Uhr noch, um die A-Zone einzunehmen. Kriegen da auch langsam die Kontrolle für den Backspawn. Lin hier live, immer noch auf Top Blue. Aber Kaso auch auf der anderen Seite im Spawn. Lin jetzt hier mit einem Pick. Der vielleicht. Ah, geht Andy da nicht raus. Selin versucht jetzt da hinten Kaso rauszuziehen. Zu zweit. Aber Kaso spielt sein Live da hinten gut. Er macht es echt stark. Kann sogar noch wen picken. Oh, wird da Klaus gepusht von Selin. Jetzt dann doch rausgeholt aus dem Backspawn. Aber hat auf jeden Fall gut Time gewastet. 45 Sekunden sind wieder um. Eine Minute jetzt noch knapp verbleibend. Immer noch genügend Time. Für Exceptional dann auch was zu machen, aber. Bei einer Minute sind die Leben schreit von... nach einem Listening gleich. Jo. Oder kann sein, die Leben sind aktuell noch ziemlich hoch aus, ne? Dafür, dass nur noch eine Minute auf der Uhr steht. Auf jeden Fall, genau. Ist noch nicht so optimal. Wird auf jeden Fall nach der Zeit entschieden, wer es hier gewinnt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein Listening. Gucken mal, ob Exceptional da noch irgendwas machen kann. Abfahrt. Oh, schön, nice. schön. Ich bin gleich Long. Long habe ich gleich. Long ist dead. Laundry, dead. Peppig, weak. Geht Laundry. Zwei Laundry, beide Laundry. Den ersten, andere weak. Noch einen auch dead. Ich glaube, alle so schnell wie ich kann. Ich komm Mitte. Einer schon vor rechts. Los. Einer ist hinter Peppig. Einer kommt Long. Ja, mit Tank. Laundry raus, weak, der kommt front. Schön. Ich bin Firecar noch. Vor Mitte. Ich komm mit rein, stacken einfach. Kaso hinten bei denen. Kaso hinten bei denen. Ah, ist ein D. Schön. Ja, gute Runde. Also, ja, sobald ich im Listening drin war, lief's auf einmal irgendwie am Schnürchen. Das ist auch. Den Gunfight darf Simplex da nicht verlieren. Ich wollte auch sagen, also wie die Leute da in A reingechillt sind, war jetzt nicht so vorteilhaft irgendwie. Ja, alle einzeln. Eingelaufen wie so ein Ameisenhaufen. Haben sie es da leider echt ein bisschen schwieriger gemacht, als es hätten müssen. Aber auch gut ausgenutzt von Exceptional. Aber man merkt auch, dass die Jungs auf jeden Fall langsam nervös werden. Die merken, dass sie jetzt aufwachen müssen. Und Zellen auf einer 5er Streak. Bin gespannt, ob sie die Streak da irgendwie kriegen kann. Hat sie, meine ich, sogar schon. Oh. Ja, zumindest, wenn du drauf gehst. Sie ist eins vor der nächsten Streak. Oh, crazy. Kann ich mitbekommen. Wann ist das denn passiert, ey? Wo war ich da, ist die Frage. Da einen. Naja, mit dem Two-Piece. Naja, ja. Three-Piece. Oh. Auf der 4er Streak. Boah, und jetzt sieht's wieder verdammt schwierig aus für Tista. Er sucht aber hier bei die A-Lane. Nummer 2 da im Café, kriegt den Pick an Selle nicht. Sind da jetzt auf A-Point drauf, wird aber schwierig sein, da irgendwas einzunehmen. Also mit dem Pick an Claudia. Oh, what? Aber 3 down. Die letzte jetzt mit Info jetzt eigentlich, dass sie auf B ist. Oh, Simplex auch mit good timing. Und jetzt enden sie hier nicht greedy werden. Einfach. Und jetzt kommt die Streak rein von Selle. Aber der A-Point sollte eigentlich... Einen rausholen, einer geht raus. Ja. Enzi kriegt aber den Tick noch. Ey, ist durch. Ja, nein, ja, es ist durch.
A ist durch und B fehlt nur noch ein Tick. Für einen B-Tick. Und die Leben sind auch sehr hoch. Also sieht eigentlich echt gut aus für die Jungs von T-Star. Das ist richtig gut. Sieht nachher auch noch raus. Oh, also die Leben hier auch. Am Temper hier. Oh, NC mit dem 3 down. Und ich denke mal, damit war's das. Schade. NC geht vor der Streak noch down. Hier noch close, kriegt keinen Pick. Und damit hat er hier nicht für den Train geht. Die Attack geholt. Crazy. Okay. Ja, man merkt, das auf war Invasion ein Big Regain. Kann das ab und zu echt schnell gehen, ne? Mit einem Full-Team-Swipe. Wenn du eine gute Position auf A hast und es dann gut spielst on point, kann das auch quick gehen. Vielleicht kommt jetzt der biggest Reverse Sweep, den wir haben können. voll durchziehen. Vielleicht! Dylan hier auf jeden Fall mit einem 16-9. Auch wieder richtig starke Map. Also bis jetzt eine gute Kandidatin für den Serious MVP. Versuchen es hier direkt auf A, Streak nicht mehr am Start. Aber ja, Sunfire mit dem First Pick. Mit dem zweiten. Oh, Enzi hat die Info auf Laundry. Ist der Elon jetzt drauf? Ja, naja, ganz alleine auf der B-Zone schon mal. Elon ist noch. Ist er denn hier noch irgendwie live? Den Pick aber leider nicht. Jetzt naja schon auf der B-Zone, macht den ersten Tick fertig. Oh, das war aber mehr als zwei Pumps, naja. Wir sehen alles hier im Cast. Aber naja, mit dem Pick sieht gut aus für die B-Zone bis jetzt. Ist da die da, denke ich mal, nicht mehr reinkommen. Kasu versucht es nochmal über die Mitte. Oh, naja, auch mit guten Shots heute. Auch mit 21-12, auch eine richtig gute Map. Oh. No, doch nicht am White Van holen. Oh, endlich schlechtes Timing. Naja, spielt aber auch richtig stark. Aber. Simplex mit den Groupies. Trotzdem fast kompletter Team-Swipe. Nur noch Naya alive. Simplex hinten jetzt alive sein kann. Piekt hier die Tür auf. Oh, naja, aber auch kriegt kein Engel hier auf irgendjemanden dann wegspawnen. Oh! Holt Elsie da noch raus. Und somit nur noch Simplex da hinten irgendwie noch im Backspawn. Oh! Kriegt die Shots. Simplex hat die Info hier noch. Boah, ist greedy für die Streak. Das muss nicht sein, das muss nicht sein. Vor allem in so einem Close Match. Das wäre zu wichtig gewesen. Jo. Sehen wir jetzt. Jetzt hier auf Pop A. Jo. Auf der Elson drauf. Mit der Vierer Streak. Sollen wir nochmal ein Listen-In gehen bei. Ja, gerne. Komm, wir gehen nochmal rein. Ich glaube tatsächlich. Ja, lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, nee. So wie es aussieht, ist die Map jetzt vorbei. Naja, nochmal mit zwei Picks. Und boah. War sehr, sehr damit schwer. Ist es auch vorbei. Und ey, es. Gute Ansätze da von T-Star. Also auf der allen Anfang Maps. Vom Ende war wohl aber jetzt tatsächlich Simplex Ego Chell dein Backbone. Ja. Also, hast du live noch ein bisschen gespielt. Ich meine, an der Streak. Leichte Streak bekommen. Könnte, ob das jetzt daran liegt, dass die Jungs da komplett Team gesweit werden auf A, weiß ich nicht, aber hätte auf jeden Fall ein Gamechanger sein können, ne? Hätte den auf jeden Fall auf die jeden Runde Fall. Holen können. Schade. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Maps waren teilweise nicht so eindeutig, wie es der Series, der Map-Count jetzt sagt, aber 3-0. 3-0, Exceptional Female. So, wir lassen nochmal hier schön die Winner-Animation einblenden. Haben die Mädels sich verdient. Hier mit Selin, Naya, Claudia, Sunfire und Selin. Das Ding ist jetzt, wer ist für uns der Serious MVP? Ich würde eigentlich Selin sagen. Selin oder Naya, eins von beiden. Ich kann gerade sagen, Naya hat da auch einen Big Shout auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall den Chat einfach mal entscheiden lassen. Wenn ihr da eher vorne seht. Ich persönlich würde Selin sagen, weil ich glaube, alle drei Maps waren wirklich sehr strong. Auch immer irgendwie Streaks erspielt und hier und da. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand irgendwas mit Naya callt. War auch wirklich eine richtig gute Map von ihr. Ja, ich würde sagen, GGs an beide Teams. Vor allem GGs an Exceptional Female. Auch T-Star hat sich gut geschlagen, trotz Pickup. Hat es hier trotzdem spannend gemacht. Bock gemacht zuzuschauen. Und ja, an alle Zuschauer, schreibt euch auf den Zettel. Am Sonntag sind die Playoffs von Division 1.
Wird ein dicker Cast, wird ein dicker Stream. Deswegen würde mich, würd's mich freuen, wenn da auch wieder alle am Start sind. Und ja, genau. Weitere Infos folgen auf Twitter mit Announcements zu den Casts und hier und da. Haben wir noch ein anderes Announcement, was folgen wird jetzt Tage. Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Und schönen Abend noch an alle. Danke, dass ihr am Start wart. Haut rein.